Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream Epic Chef. Wir befinden uns jetzt im vierten Stream oder so, fünften Stream. Keine Ahnung, nicht. Und müssen jetzt erstmal schauen, was wir so noch auf dem Plan haben. Wir sollen Level 15 erreichen, 14 Sümpfe oder so. Oder Rufpunkte, die Rufpunkte des Restaurants. Wir sollen Proben zu Infinigon bringen, also im Hexenladen. Pilius braucht exotische Tierproben, um mir beim Bau von Beschwörungsstationen zu helfen. Ich sollte ihm alles bringen, was ich finde. Und natürlich das Turnier haben wir auch noch. Da haben wir jetzt gerade, was ist denn das, die Bronze oder was wir da haben? Da müssen wir jetzt auch weitermachen. Wir haben, warte, jetzt die Bronzen Herausforderer des alten Hafens. Da hatten wir die schon und Eisen war schon. Haben wir das schon ausgetauscht? Wisst ihr das? Wir müssen gucken. Wir müssen gucken, wir müssen schauen, wie es aussieht. Warte. Bisschen lesen, bisschen bilden. Muss drin sein. Die Punkte müssen wir mitnehmen. Okay, wir haben einen Ruf von 13, noch einen Rufpunkt dazu bekommen. Und 545. Ja, wenn ihr dabei gewesen seid, als wir bei Jesus waren, dann wisst ihr, dass wir. Wie viel hast du? Du hast volle Herzpunkte. Dich kann ich heute wieder scheuchen. Dann wisst ihr, dass wir. Was ist denn heute mit der Kamera hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Dass wir ganz viel Geld brauchen. Jetzt gehen wir mal wieder hier so richtig schön schwimmen. Ein glücklicher Zest. Eine Kategorie hatte ich fertig. Genau, das Turnier am Hafen, am alten Hafen gewinnen ist unsere Quest jetzt. Okay. Müssen wir hier noch pflanzen etc.? Auf jeden Fall liegt da noch Milch. Kuhfutter haben die auch noch. Hier habe ich Kartoffeln hingepflanzt, wo keine hingehören. Na, sowas. Dann werden wir mal noch ein paar Kartoffelsamen machen. Zwei Stück, ne? D-d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 -Kartoffeln. Eins. Und zwei. Was brauchen wir fürs Kuhfutter? Karotte und Tomate. Denn der Kühe haben wir ja doch einige. Oh Gott, wir hätten noch einen machen müssen. Ja, egal. Bei der Mandragora müssen wir auch noch eine pflanzen. Da kommen wir nicht drum herum. Da haben wir ja nur den Platz für die eine, aber das kriegen wir hin. Wir müssen was für die Infinigon suchen. Ich würde ganz gerne noch mal in den Wald gehen. Irgendwas sagt mir, ich muss noch mal in den Wald. Irgendwas sagt mir, ich muss noch mal in den Wald gehen. Ich weiß nicht warum, aber komm mal her, mein Freund. Lass uns noch mal zum Wald rüber flitzen. Wir haben 9000 Taler. Weil die Infinigen wollen ja so ein Zeug haben. Und ich denke, das Zeug finde ich hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das Zeug finde ich hier. Wir müssen echt mal andere Wege gehen. Ach scheiße, ich laufe immer noch in Badehose rum. Auch nicht schlecht. Na, Hauptsache, ich hole mir nicht einen Schnuppen oder sowas. Wahrscheinlich finde ich jetzt was. Das kann sein. Oje, 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 oje. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich laufe nur geradeaus. Okay, hier war nix. Gehen wir mal hier rüber. Oh Gott, was ist das hier alles? Nebel. Das ist der Erwin-Baum, aber die Erwin-Frucht brauchen wir nicht. Davon haben wir noch.
Guck mal, schon wieder 6 Uhr. Hier in diesem Wald, ich weiß nicht warum, vergeht die Zeit viel, viel, viel zu schnell. Guck mal, 7 Uhr. Habe mich schon wieder verlaufen, glaube ich. 8 Uhr. Wir sind gerade in dem Wald. Also in diesem Wald verläuft man sich wirklich sehr schnell, ne? Also. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, dass das jetzt der Weg nach draußen ist. Ich befürchte nicht. Oh je. Es ist überhaupt nicht gruselig oder sowas. Ja. Gutes Argument. Ich werde hier nicht im Dunkeln herumtrollen und von Weiß Temporus was überfallen werden. Ja, das war der Ausflug hier rein. Ganz ehrlich, irgendwas stimmt da nicht. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Irgendetwas stimmt da nicht. So. Piklubus müssen wir kochen, aber den haben wir. Gurkenkalmade haben wir nur 2 Sterne. Und Surimi haben wir auch nur 2 Sterne. Kein Gericht mit genug Energie. Aber wir hatten doch mal ein schönes Gericht mit Energie gemacht gehabt. Das war doch schon richtig gut, oder nicht? Irgendwie? Raconis. Irgendeine Soße war doch mit viel, viel Energie gewesen. 12 Uhr nachts, ich habe nichts gemacht. Ich bin einmal da durchgelaufen. Marconis mit plus 20 Energie. Ach, da brauchen wir wieder den Voltuna. Aber ich weiß nicht, ob wir Voltuna haben. Raffinesse, Jury, Raffinesse, Leidenschaft, Leidenschaft, Raffinesse. Die Marconese ist die einzige Soße, die Energie plus gibt. Sind ja die Fischfreunde. Vielleicht, ja, dann habe ich noch Voltuna. Ich weiß gar nicht, ob ich Voltuna noch habe. Wenn nicht, müssen wir tatsächlich erstmal wieder angeln gehen. Und das ist nicht gerade eins der Dinge, die ich gerne mache. Nein, aber Biklopus habe ich. Biklopus habe ich. Und hatten wir auch Surimi nicht irgendwo? Nee, hier ist noch Erwin-Samen, Hackfleisch. Aber ich muss ja eine Soße hinkriegen. Das ist das Problem, ne? Hier noch. Voltuna. Ah, Hypofisch. Das ist kein Voltuna, das ist ein Hypofisch. Ja, dann werden wir wohl noch wieder Angelköder machen müssen, ne? Hast du noch irgendwas in. Ach. Hast du noch was in deiner Tasche? Nur Holz wahrscheinlich. Nur Holz, ja. Okay. Dann werden wir jetzt noch mal schnell, aber er wird wahrscheinlich sagen, nee, ist nicht. Geh weg, ja, etwas zu spät, war klar. Na gut. Dann müssen wir. Oh. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Wald was finden muss, aber ich weiß natürlich nicht wo. Von daher. Aber ohne Soße. Also wir können den und den und dann die Mandragora. Dann die. Nein, wir wollen hier. Die Tomate plus 5. Die Tomate.
Weil ich möchte möglichst gleich das Energiegericht dazu holen. Und dann die Mandragora, genau. Mal 1,8. Damit haben wir ja die Energie gleich und den Biklo-Dopo-Dingelskirchen. Dann haben wir das gleich zusammen, wenn wir schon die Soße nicht haben. Aber ich weiß nicht, ob die Energie natürlich ausreicht. So. Dann können wir ja dann einfach mal rüber ins Restaurant gehen, wenigstens das schon abgeben und mal gucken, welche Energiepunkte wir jetzt schlagen müssen. Gut's Nächte, mein Freund. Gut's Nächte. Und wieder wurde er rausgeschrien von diesem Pangun-Dingsbums, da Vogel, wie der heißt. Da, wo die Zeichen sind, kann ich immer noch nicht durch. Das ist leider mein Verhängnis. So, dann gehen wir noch schwimmen und dann gehen wir mal schnell in die Stadt, ins Restaurant, um da mal noch Punkte, Rufpunkte zu erreichen. Aber diesmal ziehen wir uns an, bevor wir in die Stadt reiten. Wir gehen natürlich nicht in Badehose in die Stadt. Das ist keine so gute Idee. Guck mal, 9 Uhr. Wir haben noch nichts geschafft und es ist schon 9 Uhr. Das ist doch echt nicht mehr schön. Nicht mehr schön. Und dann müssen wir mal wieder so einen Haushaltstag einlegen. Kühe, Kuhfutter machen und unsere Sachen abernten und vielleicht auch nochmal angeln. Aber einmal will ich jetzt kurz, warte, steig mal ab, mein Freund. Hier einmal Quatschi-Quatschi machen. Mit unserem Speck. Ein wenig plaudern. Und die Punkte mitnehmen. Bei 2,5, 3,5 und 3. Also Energie müssen wir uns auf jeden Fall zutun. Warte mal, mit denen können wir auch nochmal plaudern. Klar, einmal plaudern. Duppi, 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 Räder, Laber. Sehr schön. Und auf geht's. Weil die werden uns erst weiterhelfen, wenn wir Rufpunkte 15 haben. So, dann gucken wir mal hier dran. Also hier haben wir zum Beispiel ein Energiegericht, was 58 hat. Und das finde ich schon mal ganz schön viel. So. Das nehmen wir mal raus und tun das hier mal rein. Hypno, das ist 44 Raffinesse. Da könnten wir auch noch mehr rausholen. Haben wir Surimi hier auf der Speisekarte? Hier ist ein Surimi-Gedings. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Kai. Also das Surimi ist auch noch nicht so das, was es soll, ne? Das könnten wir auch nochmal neu machen. Raffinesse 44. Das höchste an Leidenschaft ist 47. Das hatten wir doch aber auch schon mal höher, ne? Also da müssen wir definitiv nochmal ein bisschen nachlegen. Damit unsere Rufpunkte auch höher gehen. Schlechte Speisekarte, aber es gibt keinen Biklopus. Biklopus haben wir jetzt drinne für Vinelli. Gurkenkalmar haben wir, den haben wir doch nicht rausgenommen, oder? Warte. Das war jetzt nicht Gurkenkalmar, ne? Nein, das war ganz schlödes Gericht. Leidenschaft, also Leidenschaft haben wir wohl erreicht für die Professoren. Surimi müssen wir eventuell nochmal machen. Gurkenkalmar. Raffinesse reicht nicht aus. Die Raffinesse müssen wir auch nochmal hochziehen und die Energie. Raffinesse und Energie nochmal hoch. Die Einrichtung ist reizend, das Essen ist leider ein Abschaum.
Einhornspeck, woher soll ich bitte Einhornspeck herkriegen? Herrgott. Ich habe heute vorgezogen Armbrot gegessen. Ja, solltest du am Montag immer machen, lieber Kai, zumindest vorerst. Ratten und so ein Kram haben wir. Der hat nicht. Das ist einer mit einer silbernen. Hatten wir die hier schon? Warte mal. Da saß auch noch eine. Die hat auch eine silberne, ne? Warte mal. Den haben wir auf jeden Fall. Und den Handschuh haben wir auch, oder? Bronze-Herausforderer. Muss noch mal dahin. Weiß nämlich nicht, ob wir den abgegeben haben. Ach, Manu. Ich lande immer wieder auf diesem Tisch, ne? Ach, hier könnten wir auch noch mal schwimmen gehen, siehst du? Da wir uns ja nicht umgezogen haben, können wir uns ja auch. Ah, keine. Sagtest du, geht mit der Badehose in die Stadt? Ja, ich bin ein Genie vor dem Herrn. Sagt es ruhig, ich bin ein Genie vor dem Herrn. Ich bin immer schon 10.000 Gedanken weiter. Fleischbeschauung im Restaurant. Oh Mann, ich bin so ein Depp. Oh Mann. Liga. Bronze. Gargadio wandert normalerweise an den Docks umher. Choppy neigt dazu, auf dem alten Platz rumzuhängen. Und Sniffer geht gerne auf dem Felsvorsprung hinter dem Hotel. Viel Glück. Okay. Nein! Nichts. Okay. Gut, Knut. Also, ein bisschen ernten, ein bisschen Zeug und so. Und dann können wir weitermachen. So schnell möchte ich mich auch umziehen können. Ja, das konnte ich noch nicht mal, als ich jung und schön war. Das konnte ich auch nur noch nicht so. Bisschen Sonnen. Schön, schön, schön. Wie wäre es, wenn du die Klamotten dabei ausziehst? Mein Freund. So. Leidenschaft haben wir tatsächlich schon auf 4 gepimpt. Also, wir brauchen Leidenschaft und Raffinesse. Eigentlich müssen wir alles ein bisschen hochjagen. Die Frage ist, mit welchen Gerichten, wenn wir das Zeug nicht haben. Und wir müssen unbedingt irgendwie einen Weg im Wald finden, dass wir da vorankommen. Vorbereiten der neuen Kämpfe. So, mein Freund, du kannst mal hier bleiben. Hi, Mickey. Du gibst mir jetzt auch noch mal ein paar Punkte. Oh, es ist schon wieder dunkel, das gibt's gar nicht. Wo sind unsere Tomaten hin? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Wir sollten Tomaten pflanzen. Unbedingt. Ei. Hallo, Andrero. André, einen wunderschönen guten Abend. Und nochmal einmal golfen. Zack. So, ich glaube, wir sind echt mal gut gewappnet. Essen werden wir jetzt noch nicht. Die Tenorspinnen sehe ich auch schon wieder von hier hinten. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ich glaube, wir sollten hier mal zwei Milch. Zwei Futter. Wir sollten hier mal eine Kiste oder sowas hinstellen, damit hier wir für die Milch vielleicht nicht so weit laufen müssen oder so. Ne? Haben wir Holz im Inventar? Nö, haben wir nicht. Aber so eine Kiste, die kosten ja nicht viel, oder? So eine Kiste kostet nicht viel. Komm schon. Was war das? Nee, auf C war das, ne? C, genau. So. Ja,
Oh, jetzt bewegt er sich gar nicht mehr. Na hurra. Welch Freude! Nein, wir lassen das nicht für heute gut sein. Kriegen jetzt hier eine Kiste rein und gut ist. So. Milch. Ach Gott, nee. Warum, warum, warum? Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich bin ein wenig ratlos. Ich komme nicht weiter. Bin ja mal gespannt, ob die Rufpunkte morgen besser aussehen. Wir brauchen nur noch zwei Stück. Ich will nicht angeln. Alles in mir weigert sich zu angeln, aber wir brauchen wieder Voltuna und so einen Kram. Was? Geh zurück. Lernen. Lernen, lernen. Oh, wir haben sie! Ja! Oh Leute, wir haben sie! Wir haben sie! Wir haben die Rufpunkte. Mac erzählt, oh schön, schön. Mac erzählt, oh schön, schön. Oh Mann, warte mal. Meister, erzähl mir mal einen Schlag aus deiner Jugend. Komm mal her hier. Ein wenig plaudern. Los. Hast du gewusst? Hab ich. Klingelingeling. Also bei ihm kriegen wir mal sehr, sehr viel Leidenschaft, so wie ich das sehe. Darauf habe ich nämlich gewartet. Auf die Rufpunkte. So. Jetzt werden wir hoffentlich hier wieder mal mit Antworten beschert. Komm mal her hier. Die Bewertung werden besser. Weil so. Wir scheinen den Karren so langsam aus dem Dreck zu ziehen. Tja, auf solchen Anstoßen. Vielleicht sollten wir das uns für später aufheben. Du bist, glaube ich, schon voll genug. Dicht würde ich das nennen. Besonders bei dem den Terpentin, das er trinkt. Das ist vollkradische Tollig. Sage ich doch, das Zeug ist auf dem halben Kontinent illegal, einschließlich Concordia. Ist auch richtig so, wie ich finde. Glaubst du nicht, dass es einen tragischen Grund gibt, warum ich so viel trinke? Nein, tue ich nicht. Ich glaube, du bist einfach nur ein Saufkopf, der sich wie ein Idiot in ein frühes Grab säuft. Ist das eine Tragödie? Die Leute kommen übrigens langsam in größeren Zahlen. Wir brauchen wirklich einen Kellner. Die Köche sollten das Essen wirklich nicht auch noch zu den Tischen tragen. Hast du Interesse, Walsoi? Kein bisschen. Er würde sowieso das halbe Geschirr fallen lassen. Es ist nur, ich bin unsicher, wenn es darum geht, neue Leute in die Crew zu holen. Warum? Diesen Penner hast du auch ohne Überlegung eingestellt. Ich weiß nicht. Ich habe einfach eine schlechte Vorahnung. Jemand ist an der Tür. Vielleicht hat es mit der Stelle als Kellner zu tun. Oh. Oh Gott. Zeus Chef Bosco. Hallo Zest, ich bin geschäftlich hier. Oh, du bist es. Das ist gut. Nun, das höre ich nicht oft. Schön, dich zu sehen. Ja sicher. Ich bin hier, um dich zum Kulinariumturm zu beordern. Dein Restaurant scheint weitestgehend funktional zu sein. Somit ist die Frist, um wieder auf die Beine zu kommen, abgelaufen. Jetzt musst du dich der Bewertung stellen. Nun, entsprechend Abschnitt 70 2a
müssen alle Restaurantbesitzer eine Bewertung durch das Kulinarium durchlaufen, um sicherzustellen, dass deren Dienstleistung den hohen Standards der konkordianischen Küche entspricht. Ich bin froh zu hören, dass manche die Bücher wirklich lesen. Das habe ich mir vor langer Zeit angeeignet. Ich hatte gedacht, es würde genügen, Mitrielle hier zu haben. Da hast du dich aber leider geirrt. Sie hat dich empfohlen, du bist jedoch der Besitzer. Das macht schon Sinn. Es tut mir leid, Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber es ist meine Aufgabe. Ich habe mich bereits um die Genehmigung zum Betreten des Turms gekümmert. Komm bitte vor 18 Uhr, ich gebe dir Zeit zur Vorbereitung. Okay, klar, auf Wiedersehen.